die Radtauschbörse des RC Wals-Sietzenheim. 2009 ins Leben gerufen, findet der Tauschmarkt für Fahrräder, Ersatzteile und Zubehör heuer schon zum 6. Mal in der Walser Feldhalle statt. Sie ist die wohl größte Tauschbörse für Fahrräder in Österreich. Entwickelt hat sich das Gesamte im Jahr 2009 auf Anfragen von unseren Kindern vom Verein, weil wir eine große Kindergruppe haben, ob man nicht die Eltern von den Kindern, ob man nicht Räder tauschen könnten, weil es teilweise innerhalb von einem Jahr oder vor zwei Jahren ausgewachsen und man kann nicht jedes Jahr ein neues Rad kaufen, ergäbe auch keinen Sinn. Mittlerweile ist die Radtauschbörse schon über die Grenzen Salzburgs hinaus bekannt. Der Zulauf ist enorm, sodass die Walser Feldhalle inzwischen beinahe schon zu klein ist. Angeboten werden alle Typen von Fahrrädern, somit ist für jeden etwas dabei. Bei den Kindern ist es immer nett, wenn man was austauschen kann, weil sie da schnell rauswachsen. Und wir haben ein, zwei im Kofferraum, müssen wir da verhandeln, ob wir eins hergeben oder zwei, und haben jetzt auch schon zwei gefunden und sind soweit zufrieden. Ja, ich habe ein Radl gefunden mit einem tiefen Einstieg und das gefällt mir recht gut, weil immer recht schwer, da bin ich nie operiert worden. Und dass ich das halt gefunden habe, das macht mir wirklich große Freude. Noch dazu eins, das so will ich mir das vorgestellt habe. Ich bin auf der Suche eigentlich nach einem Rennradl, weil ich eigentlich ein alter Mountainbiker bin und so zu Trainingszwecken, und sieht ganz gut aus, dass ich was gefunden hätte. Auf dem Gelände hinter der Halle gibt es zudem die Möglichkeit, die Fahrräder vor dem Kauf noch einmal zu testen, damit es nach dem Kauf keine bösen Überraschungen gibt, denn ein Umtausch ist nicht möglich. Ein Teil des Erlöses kommt sozialen Projekten zugute.